Hallo, meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Beholder. Ja, beim letzten Mal haben wir ja dem Künstler schon mal ein bisschen helfen können. Und zwar haben wir ja diese mysteriöse Statue an einen Kameraden im Ministerium verscherbeln können, beziehungsweise verschenken können. Und jetzt sind wir quasi dabei, ihm noch einen Gefallen zu tun. Und zwar möchte er ja eine gewisse Dame bezirzen, und zwar Jean Oran. Und ihr sollen wir jetzt den Liebestrank geben. So, da vorne ist sie schon. Dann sprechen wir mal mit ihr. Dann werden wir... Ja, wir werden einfach überzeugen, dass sie einen Liebestrank trinken soll. Ich habe ein Angebot, das sie nicht ausschlagen können, John. Und das wäre... Ich möchte sie mit diesem erquickenden und gesundheitsfördernden Trank verwöhnen. Nein, danke, Hector. Ich nehme keine Getränke von Leuten an, die ich kaum kenne. Es ist schon ein wenig komisch, dass sie mir so etwas anbieten. Wir haben genug Reputation, wir werden sie einfach mal überzeugen. Überlegen Sie sich es nochmal, bevor Sie ablehnen. Sie haben eine ganze Woche Arbeit vor sich. Ein Energieschub könnte genau das sein, was Sie gut durch die Woche bringt. Außerdem ist es dafür bekannt, das eigene Hautbild zu verbessern. Also was sagen Sie? Ich habe nur noch eine Flasche übrig. Um das eigene Hautbild zu verbessern, muss man sich nur den Kohlestaub aus dem Gesicht wischen. Aber man weiß ja nie. Geben Sie mir den Trank. Okay. Sie trinkt das Zeug jetzt. Und da oben, der hat eine Quest für mich. Na, was willst du? Ach, wir hatten den noch gar nicht kennengelernt. Hallo, mein Name ist Hector Medina. Ich bin der Verwalter dieses Wohnhauses, momentan jedenfalls noch. Guten Tag, Kamerad Hector. Murray Gibbs, Hauptfeldwebel, Infanterieregiment 10. Erstattet Bericht. Aufgrund des Verlustes einer Extremität an der Südfront wurde ich mit Ehren vom Dienst entlassen. Ja, das sieht man ja, dass er da einen... Holzbein hat. Ich wurde zweitweise hierher verlegt. Zweitweise? Eigentlich zeitweise, oder? Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Hauptfeldwebel Gibbs. Und der hat, glaube ich, eine Quest, wenn ich das richtig sehe. Mary, Sie sehen müde aus. Was ist los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich war mein ganzes Leben lang Soldat und kenne nichts anderes. Als ich entlassen wurde, tat mir das mehr weh, als das Bein zu verlieren. Das Einzige, was mir in dieser Welt einen Sinn gab, war meine Arbeit in der Feldküche. Das war der einzige Ort, an dem ich mich noch lebendig fühlen konnte. Ich konnte mit meinen Kameraden reden und mir ihre Geschichten anhören. Was ist mit ihnen passiert? Ich habe gerade herausgefunden, dass ich kein Apartment und keine Rente bekomme. Nach Johnsons Ankunft werden sie mich abschreiben und mir meine Arbeitserlaubnis wegnehmen. Oha. Ich wurde betrogen. Ich verstehe das nicht. Warum haben sie mich rausgeworfen? Im Krieg war das anders. Da ging es ums Töten oder getötet werden. Und die Kameraden waren wie die eigene Familie. Hier habe ich niemanden. Auf dem Schlachtfeld fuhr ich einen Panzer. Sie vertrauten mir Geräte im Wert von mehreren Millionen Dollar an. Also zwischen den Mahlzeiten natürlich. Kann ich Ihnen helfen, Arbeit zu finden? Ich glaube kaum, dass Sie etwas für mich alten Veteranen finden würden. Aber tun Sie, was Sie nicht lassen können, Hector. Und wir haben direkt was im Briefkasten. Wenn da nicht ein Job drin ist. Das Fundbüro verkauft Gegenstände, die innerhalb von 5 Jahren niemand abgeholt hat. Im Bestand sind unter anderem 57 schwarze Regenschirme und 16 Tüten mit verdorbenem Essen enthalten. Wer will denn bitte schon verdorbenes Essen kaufen? Weitere Infos gibt es im Lagerhaus 8. Die Theatertruppe Buckelpiste kommt in die Stadt, um das beliebte Stück Fluch der Obsee aufzuführen. Die Truppe wird die Rolle des Piraten mit einem ortsansässigen Bürger besetzen. Derzeit läuft das Casting. Die vierteljährliche Preisverleihung für Arbeit und Verteidigung wurde beendet. Das Ministerium hat 1783 Dankeszertifikate und 6 Gutscheine für Urlaubszentren ausgestellt.
Nur wir werden die schrecklichen Konsequenzen der 50 Propagandamaschinen enthüllen, die das Ministerium vor kurzem zum Einsatz gebracht hat. Die Fenster zahlloser Wohnhäuser bekamen aufgrund der lauten Geräuschesrisse und vertrauliche Quellen berichten, dass mehr als 200 Leute mit Verletzungen in diesem Zusammenhang ins Hospital eingeliefert wurden. Dazu kommen die vielen Menschen, denen schwere psychische Schäden zugeführt wurden. Okay. Okay, mit ihm können wir aktuell nichts machen. Welch ein Zufall. Ne, das bringt mir jetzt aktuell leider gar nichts. Was ist denn mit ihr? Ne, das bringt mir leider auch gerade aktuell überhaupt nichts. Ehre und Respekt. Ja. Also aktuell haben wir eigentlich nur die Quest quasi, dass wir überleben müssen. Beziehungsweise, dass wir, wie heißt es? Ja, dass wir ihm quasi einen Job beschaffen sollen. Okay, vielleicht. Ich bleib mal hier in dem Raum. Vielleicht ergibt sich ja hier was. Die essen beide gerade. Ja, Kameras haben wir so viele ausgestattet mittlerweile. Da brauchen wir wirklich nichts mehr machen. Okay, er hat eine Quest für uns. Über Jean reden. Was ist zwischen euch beiden vorgefallen? John wurde zu einer wilden Tigerdame. Sie war himmlisch schön in ihrer Rage, wie Alecto oder Tisiphon. Sie sagte, ich sei ein nutzloser, erbärmlicher Bürger dieser großen Nation und plapperte weiter über ihre Liebe für ihr Land und ihre Arbeit. Ich habe kein Wort verstanden, Hector. Der Trank, den sie erwähnten, hätte ihr Herz entflammen sollen. Flammen der Liebe für mich, aber doch nicht für den Staat. Als sie ging, sagte sie, sie käme nicht wieder zurück. Das tut mir sehr leid, George. Ich habe keinen Grund mehr hier zu bleiben. Ich habe Geld, aber keine Muse und daher auch keine Inspiration. Unsere Wege trennen sich und die Liebe schwindet. Ich glaube, ich werde bald fortgehen müssen, Hector. Egal wohin, ich muss einfach weg von diesem Ort, wo mich alles an sie erinnert. Wie oft bereuen wir etwas, das wir uns einst wünschten? Ja, okay, das ist natürlich nicht so geil. Obwohl, nee, das schaffen wir nicht, bevor Jean da reingeht. Es sei denn, die haut jetzt wirklich komplett ab. Ich würde nämlich gerne, bevor der eine auszieht, da auch noch, okay, das ist komisch, dass wir das ganze Zimmer jetzt gerade sehen. Wahrscheinlich, weil sie auszieht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Die kocht schön. Sehr gut. Okay, der Künstler kommt jetzt auch. Nicht, dass der jetzt auch schon gehen will. Okay, die will nicht mehr mit mir reden. Schade eigentlich. Okay, ich wollte eigentlich sowieso mit dir quatschen. Aber der hat nichts Neues, schade. Ja. Aktuell weiß ich gerade nicht, was ich hier machen soll noch. Ach, ich könnte ja... Ah, warte. Wir haben doch eben was in der Zeitung gelesen. Vielleicht können wir dafür anrufen. Nummer wählen. Nö, das ist nur Euthanese. Oder war da noch was anderes? Nö. Hä? Ist ja jetzt doof. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil gerade kann ich gar nichts machen. Dann lasse ich mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Vielleicht passiert dann was. Obwohl, jetzt ist der Künstler weg. Jetzt kann ich mal in seine Bude einbrechen, so lang. So, gucken wir mal in den Schrank rein. Da ist nichts Besonderes. Ich hoffe, der bleibt noch eine Weile da unten. Oh, alles gut, nehmen wir mal mit. Baus.
Das war knapp. Ich werde nämlich mal gucken, vielleicht kann man mit dem Manuskript was anfangen. Weil ein Manuskript dürfte, denke ich mal, was wert sein, aber der wird das jetzt sowieso feststellen, dass wir das gestibitzt haben. Okay, er packt auch schon seine Sachen. Schade. Das ist echt schade. Also ich stehe jetzt gerade echt hier so und weiß nicht, was ich machen soll. Die Katze hat was, aber das... Na, vielleicht können wir mit ihm nochmal sprechen. Ne, er hat auch nichts Neues. Dosenfutter. Die Katze kann da immer was zu fressen gebrauchen. So, was hat der denn noch Schönes? Dosenfutter müssen wir nochmal was kaufen. Manuskript kriegen wir ja kaum was für. Schokolade brauchen wir nicht. Ach komm, die Tüte können wir auch verkaufen. Ne, sonst haben wir auch nichts irgendwie Besonderes aktuell. Das ist echt schade. Da wir ja eh das Geld nicht zusammenkriegen, können wir hier auch einfach irgendwen reinsetzen, ne? Machen wir mal die hier rein. So. Ja, da kommen die ja schon. Obwohl ich sie quasi erst habe einquartieren lassen, wo der Bus schon da stand. Das ist sehr interessant. Ich habe gerade echt keinen Plan, was ich hier machen soll noch. Ich krieg keine Quest und habe auch nichts, was ich dem Alten hier geben könnte. Aktuell als Quest. Oh, die Katze hat mal wieder ein paar Mäuse gesammelt. Ich guck jetzt nochmal. Da muss doch irgendwo was sein. Ne, ist wieder nur Euthanasezentrum. Ja, der Typ, der haut schon wieder ab. Gucken wir nochmal, ob hier noch irgendwas drin ist. Da. Das Wandertheater Buckelpiste sucht nach einer Besetzung für die Rolle des Piraten in ihrer neuen Show Fluch der Obsee. Vereinbaren Sie einen Vorsprechen unter der Nummer 67 9011. Toll, wir hatten nur die Telefonnummer noch nicht. Na super. Dann rufen wir doch direkt da mal an, damit wir für den wenigstens noch einen Job kriegen. 77 9011. Hallo, ich melde mich auf Ihre Zeitungsanzeige. Suchen Sie immer noch nach einer Besetzung für den Piraten? Ja, Sie können morgen jederzeit vorsprechen. Wir sind im Jungen Theater. Der Eingang liegt gegenüber den Garagen. Okay. Na, wo ist er denn? Der will wahrscheinlich nach hier unten. So, mit dir möchte ich sprechen. Mary von dem Job erzählen. Es gibt gute Nachrichten, Mary. In der Zeitung habe ich eine Anzeige gesehen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, auf die Bühne zu gehen? Sie wollen, dass ich Schauspieler werde? Machen Sie Witze? Ich hätte doch gar keine Chance. Warum würden die jemanden mit nur einem Bein wollen? Genau das ist Ihr Vorteil. Sie brauchen jemanden, der einen Piraten spielt. Und wer könnte das besser machen als ein einbeiniger Veteran, der die besten und schlechtesten Seiten des Lebens bereits gesehen hat? Wahrscheinlich niemand. Okay, ich lasse es auf einen Versuch ankommen. Ich quatsch ihn nochmal gerade an. Ich kauf lieber noch eine Dose Futter. Okay, er geht jetzt wahrscheinlich zu dem Vorsprechen. Ach, und er kommt gerade nach Hause. Okay, das ist sehr gut. Dann können wir ihm direkt mal ein paar Mäuse verkaufen. Ist zwar jetzt nicht der Rede wert, aber besser als gar nichts. Guck auch nochmal, haben wir für irgendwen, für Frau Schimmer können wir nochmal einen Bericht schreiben. So, das ist Maria Schimmer, Wohnung 1, weiblich, wohnt mit Klaus Schimmer und Biologe. So, zack, zack und zack.
Und senden. Über Klaus können wir auch nochmal einen verfassen. Klaus Schimmer. 1 männlich ist mit Maria und aktuell arbeitslos. So. Jacob, die Sumpfnase können wir auch mal machen. Jacob Manischek, Wohnung 2. Wohnt alleine. Beruf ist auch arbeitslos. Ich weiß nicht, wie der sich eigentlich die Wohnung noch leisten kann. Weil der ist arbeitslos und hat, ja, aktuell ja, ja, keine Familie und nichts um sich. Also ich weiß echt nicht, was der hier noch groß macht. Und Marc ist arbeitslos. Ich weiß nur die Wohnung gerade nicht. Wohnung 3. Und die kocht gerne. So. Ach, das tut es. Ja, da ist er ja wieder. So, und zack. Fragen, was passiert ist. Wie ist das Casting gelaufen? Nicht gut. Eine ganze Horde Einbeiniger war da. Sie sind nicht der einzige schlaue Mensch, Hector. Ich weiß nicht, was wir sonst noch tun können. Alle suchen nach einem Piratenkostüm. Manche spielen auch mit dem Gedanken, sich ein Auge entfernen zu lassen, damit sie eine Augenklappe bekommen. Mit anderen Worten, jeder versucht herauszustechen. Ich glaube, die wichtigsten Piratenrequisiten sind eine Flasche Rum und ein Papagei. Aber die Bühne ist eine alkoholfreie Zone und ich habe keine Ahnung, wo ich einen Papagei herbekommen soll. Ein Papagei? Was? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich melde mich bei Ihnen, wenn sich etwas ergibt. Hm. Wo ist der Verkäufer, wenn man ihn mal braucht? Ich werde mal, vielleicht können wir ja mit dem Telefon irgendwie einen Papagei beschaffen. Ne, da ist nichts. Stellen wir uns mal kurz bei ihm vor. Kennenlernen. Guten Tag, ich bin Hector Medina, der Verwalter. Ich bin Christopher Denson, Stabsoffizier des Ministeriums für Ordnung. Mir und meiner Frau wird ein Apartment in Sektion B zugewiesen. Wir werden eine Weile in ihrem Haus wohnen. Okay. Ja, wenn er im Staatsdienst, glaube ich nicht, dass der mir groß einen Papagei beschaffen kann. Ich werde mal ein bisschen vorspulen. Ich werde mal hoffen, dass der Verkäufer jetzt mal gleich hier eintrudelt. Denn aktuell haben wir nichts groß mehr zu tun. Das ist das Problem. Ja, ich will nicht sterben. Da kann man fast schon von ausgehen, dass wir sterben werden, leider. Dosenfutter für die kleine Katze. So. Und nochmal ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, also aktuell haben wir hier nicht mehr wirklich viel zu tun, das ist das Problem. Lalala, und die Zeit verrinnt und der Verkäufer ist immer noch nicht da. Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. So, vielleicht hat der ja was. Ha, nach ein paar Piratenkostümfragen. Ich habe eine ungewöhnliche Anfrage. Ich benötige ein Piratenkostüm. Können Sie mir eins besorgen? Leider habe ich keins. Aber der Pfandhausbesitzer an der Straßenecke versucht seit Monaten, einen Papagei loszuwerden. Das ist ein toller Hinweis. Jeder Pirat braucht einen Papagei. Okay, ich werde versuchen, den Vogel zu besorgen, aber das wird nicht günstig. Hier ist der Preis für den Vogel, die Gebühr für illegale Haustiere. Mein Anteil, wenn Sie es so wollen. Sie wissen ja, wie es ist. So machen Sie also Ihre Geschäfte, Nathan. So ist es eben in diesem großen und glorreichen Staat. Wie viel muss ich jetzt bezahlen? Oder hat er den Papagei jetzt hier dabei? Nee, ne? Und wer verkauft jetzt diese Tüte, ne? Die ich da eben hatte. Ach komm, das machen wir, können wir hier nichts mit anfangen. Guck mal gerade, ich habe doch hier noch Sachen.
beim Schreibtisch. Ich glaube nicht, dass ich da noch groß was mit anfangen werde. Ach, da ist ja sogar noch Dosenfutter drin, sehe ich gerade. Toll. Ich wusste gar nicht, dass ich da noch was drin hatte. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das können wir alles. Ja, okay, das bringt uns eh nichts. Weg mit dem Scheiß. Ja, so. Ich hoffe, der bringt mir schnell den Vogel, damit ich dem das noch geben kann alles. Darum, ich spule jetzt einfach ein bisschen vor, weil wir ja halt wirklich aktuell nicht mehr wirklich was zu tun haben. Wir müssen auch aktuell eigentlich in gar keine Wohnung mehr so groß rein. Liegt da drin. Ja, komm, Nathan, komm, bring mir den Papagei. Oh, der hat wieder zwei Mäuse gebracht, der Kater. Okay, der ist nicht da. Vielleicht ist der hier. Ah, der ist oben, okay. Dann klopfen wir mal an. Ich habe ein paar Mäuschen. Dankeschön. Ah, bald fast 19.000. Ich guck mal gerade. Jacob ist zu Hause. Die sind zu Hause. Sind die Ranex zu Hause? Ja, die sind beide zu Hause. Okay. Das. Okay, da bei Jacob brechen wir jetzt mal ein. Die Katze hat, glaube ich, schon wieder Hunger. Die hat immer Hunger. Ich kenne sie nicht anders, dass sie Hunger hat. La la la. Alles stehlen, was so geht. Ups. Scheiße. Was machen Sie in einer fremden Wohnung? Klauen Sie etwa? Nein, würde ich nie tun. Ja, Reputation, weil ich weiß nicht, ob ich das ganze Geld noch brauche. Ich habe meinen Job gemacht. In Anbetracht Ihrer bisherigen Dienste bin ich mir sicher, dass Sie diese Durchsuchung aus Sicherheitsgründen durchgeführt haben. Fürs Erste können Sie gehen. Eieieiei. Das ist jetzt irgendwie doof gelaufen. Vor allem, warum kam mir dem Moment? Ich war doch noch nicht mal unter einer Kamera unterwegs. Naja, jetzt habe ich ein paar alte Schuhe und ein Buch und noch ein Buch. Toll. Nee. Komm, spul. Oder muss ich erst mit dem Alten sprechen, damit der kommt? Nee, mit dem kann ich nicht sprechen. Das ist doof. Könnte man nochmal ein bisschen vorspulen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit bis zum Schlaf. Bis wir ins Euthanasezentrum müssen. Komm schon, Nathan. Wo bleibst du mit dem scheiß Papagei? Das will ich wenigstens noch miterleben. Zeit verrinnt uns einfach zu sehr. Ah, da kommt er, da kommt er. Ich hoffe, der hat gute Nachrichten. Papagei, ah, 5.000, das ist nicht viel. Haben Sie den Papagei? Ich kann zahlen. Das tue ich. Darf ich vorstellen? Bonjour, behandeln Sie ihn gut. Ha, sehr gut. Und dann können wir direkt mit Murray reden. Über den Papagei reden. Ich habe einen Papagei für Sie, einen echten. Hier, jetzt sind Sie ein sicherer Kandidat für die Rolle. Danke, Hector, Ihre Taten gehen weit über die Pflicht hinaus. Sie wären ein großartiger Soldat gewesen. Ja. Hätte Fahrradkette, ne? So, tun wir mal ein bisschen vorspulen. Denn ich glaube, ehrlich gesagt... Warum denkt er immer über eine Pistole nach? Denn ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass sich hier noch groß was ändern wird. Ich lasse die Zeit jetzt mal ein bisschen verstreichen. Vielleicht werden wir was über Murray noch erfahren. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass hier noch groß was passieren wird. Die machen nicht... Da kommt da, da kommt da. Jetzt bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat. So. Okay, er hat nichts zu erzählen. Entweder hat er den Job bekommen und will uns einfach nichts erzählen, oder er hat den Job nicht bekommen und will uns deswegen auch nichts erzählen.
Also, ja. Toll. Jetzt will er quatschen. Jetzt will er da quatschen. Wo er gerade in seiner blöden Wohnung ist. Der will mich doch verkackeiern. Ja, wie gesagt, 70.000 finde ich ein bisschen übertrieben. Komm, geh ein bisschen schneller, Junge. So, Murray, was hast du mir denn zu erzählen, mein Freund? Tolle Neuigkeiten, Hector. Ich habe die Rolle bekommen. Die Erstvorstellung ist schon bald. Das wird großartig. Ich bin schon ewig nicht mehr so glücklich gewesen. Bitte sehen Sie sich das Stück in einem Monat oder so an. Ich besorge Ihnen ein kostenloses Ticket. In einem Monat sind wir gar nicht mehr am Leben. Das sind wirklich tolle Neuigkeiten, aber ich fürchte, ich werde es nicht zur Aufführung schaffen. In einem Monat werde ich wahrscheinlich schon tot sein. Aber ich bin froh, dass ich helfen konnte. Es macht mich traurig, das zu hören. Wenn das so ist, hier, bitteschön. Das ist mein Gesundheitszeugnis. Das ist alles, was ich Ihnen geben kann. Vielleicht nützt es Ihnen oder jemand anderem. Mir ist bewusst, wie schwer es ist, heutzutage an Papiere zu kommen. Wer weiß, es könnte möglicherweise jemandem das Leben retten. Danke, Murray. Viel Glück auf dem Weg zum... Ja. Jetzt gucken wir hier aber kurz nochmal rein. Und dann werden wir mal beim Mysterium anquatschen. Die Erstvorstellung von Fluch der Obsee war ein lautstarker Erfolg. Die Schauspieler demonstrierten den Wert eines ehrenvollen Lebens im Kontrast zum Sterben zum Streben nach Reichtum und Täuschung. Murray Gibbs debütierte in der Rolle als Hauptpirat. Sein Papagei, vom todsehenden Applaus verwirrt, pickte ihm sein Auge aus, aber Kamerad Gibbs blieb besonnen, ruhig und gefasst. Aus diesem Grund wurde ihm eine Tapferkeitsurkunde überreicht. Alter Falter, dem wurde echt das Auge rausgepickt. In Anbetracht dessen, dass nicht ein einziger Beamter, der das Stück sah, verstanden hat, worum es eigentlich geht, möchten wir die Show wärmstens empfehlen. Sagen wir es mit den Worten eines modernen Autoren, dessen Name per Gesetz verboten wurde. Einige Staaten sind schlimmer als eine Bande Piraten, die eine Kanone auf das eigene Schiff feuern, um die Ratten loszuwerden. Okay. So, wir haben ja diese Papiere da bekommen. Ich werde damit einfach mal anrufen. Beziehungsweise ich werde mal anrufen und vielleicht können wir da... Ne. Ja, ich probiere es einfach mal. Hier spricht das Nationale Euthanasiezentrum. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Nein. Das will ich nicht. Ich habe... Okay, der zieht aus. Warum zieht der jetzt aus? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Ist der Rannik denn zu Hause? Der Rannik ist zu Hause. Werde ich den mal ansprechen. Der ist vielleicht meine einzigste Hoffnung, noch zu überleben. Oh, jetzt geht die ans... Ich will mit deinem Mann sprechen. Ah, oh Gott, ey. Nein, wir werden abgeführt. Ja, damit haben wir verkackt. Aber jetzt bringt es wenigstens denselben Verlauf wie beim Hauptspiel quasi, dass Hector mitgenommen wurde. Auch wenn es traurig ist, aber so ist es nun mal leider im Hauptspiel passiert. Obwohl Hector bereits aufgegeben hatte und bereit war, die Euthanasie freiwillig zuzulassen, wusste niemand seinen Gehorsam zu schätzen. Stattdessen holte ihn die Polizei ab, schlug ihn zusammen und warf ihn in den Transporter. Ja, und da kommt dann Karls Familie, die wir aus dem Hauptspiel kennen, die wir dort gespielt haben und kennengelernt haben. Und bei mir sind ja leider außer Karl alle verstorben. Ja, und jetzt habe ich es geschafft, Hector dass er stirbt. Eieieiei. Viele Leute waren sie nicht. Sie hatten schlichtweg vergessen, dass man die Dinge auch anders regeln kann. In der Maschinerie eines großen Staatsapparates machte jedes kleine Zahnrad nur seinen Job. Oh Mann. Hectors letzte Momente waren mit Schmerz von seinen Blessuren, dem kalten Einstechen einer Nadel und dem plötzlichen Auftreten von Schläfrigkeit erfüllt. Er hatte nicht genügend Energie übrig, um an die glorreiche Vergangenheit zu denken. Er konnte sich nur daran erinnern, dass ein großer Staat, geleitet von einem großen Anführer, nie Unrecht hat. Naja.
Also wir haben es jetzt durchs Hauptspiel und hier durch das DLC. Der Staat hat so viel Scheiße gebaut und ist so... Naja. Es erinnert halt sehr an Nazi-Deutschland früher. Ich denke mal, daran sollte es halt auch angelehnt sein. Aber es ist schon heftig, was da teilweise passiert ist hier in der Story. Und die arme Katze sitzt am Grabstein von Hector, total zerzaust mittlerweile, total traurig. Das ist heftig. Ja. Das war Beholder. Das war das DLC von Beholder. Es hat mir wieder echt viel Spaß gemacht. Auch wenn natürlich so die eine oder andere Sache mich schon ja, gestört hat, beziehungsweise die ich halt jetzt nicht hinbekommen habe, wie das mit den Manischeks war, also dass Frau Manischek überlebt hat, dass Lata überlebt hat und so. Aber gut, ich kann es leider auch nicht ändern, so ist es nun mal. Und ja, das Projekt Beholder wäre damit abgeschlossen. Ich werde es wahrscheinlich für mich privat nochmal spielen, weil ich doch das DLC nochmal versuchen werde auszureizen für mich. Ich werde es wahrscheinlich in diesem Tutorial-Modus, also in diesem etwas leichteren Modus machen, damit man halt nicht so große Geldprobleme hat, um halt herauszufinden, was da vielleicht noch sonst so passiert. Aber ja, ich würde sagen, dass wir eigentlich zwei sehr schöne Stories hier hatten in Beholder. Und ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Und ich würde sagen, wir machen dann hiermit an der Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute!